Küsten der Bayerischen Alpen erstrecken sich Seen, Wälder und weite Moorgebiete. Ab 1908 lassen sich in dieser Gegend Maler nieder und schaffen farbintensive, großflächige Landschaftsbilder. Die Künstlergruppe wird unter dem Namen Der Blaue Reiter weltberühmt. Einer der wichtigsten Vertreter, der Münchner Franz Marc. Berühmt wurde Franz Marc durch seine Tiermotive, vor allem die Pferdebilder. Für den Maler war die Natur beseelt. In dem Ort Schlehdorf am Kochelsee, rund 70 Kilometer südlich von München, zeigt das Franz-Marc-Museum Werke der klassischen Moderne. Ebenfalls zu sehen, eine Luxusausgabe des Kunstjahrbuchs Der Blaue Reiter, 1912 herausgegeben von Franz Marc und dem russischen Künstler Wassily Kandinsky. Die beiden versammelten um sich eine lose Gemeinschaft von expressionistischen Malern. Und zwar waren all diese Künstler, Marc, Kandinsky, Klee, Jawlensky, Macke, der Ansicht, dass die Kunst nicht länger die Dinge so abbilden sollte, wie sie erscheinen, also in ihrer äußeren Erscheinung, sondern es ging diesen Künstlern darum, das Wesentliche des dargestellten Gegenstandes, Wesen, Landschaft zu zeigen. Das heißt, das, was sie für die Wahrheit, für den inneren Kern hielten. Vor dem Museum liegt der Kochelsee. Auf einem Spaziergang rund um den See kann man die Landschaft mit den Werken der Künstler vergleichen oder sich ganz einfach am Wasser erholen. Ich bin aus Holland hergekommen, um hier mit dem Paddelboot zu fahren und hier von dieser schönen Berggegend zu genießen, von der Ruhe. Man kann super biken gehen, kannst alles machen, Boot fahren, klettern, wandern, ja. Alles möglich, für umsonst eigentlich. Ja, das ist ja für Studenten ganz wichtig. Ja. Nicht weit vom Kochelsee liegt Murnau, ein kleiner Ort aus dem 12. Jahrhundert. Mit seinen Giebeldächern und den nahen Alpen wurde Murnau zum Anziehungspunkt für die neue Malergeneration rund um den Blauen Reiter. Die aus Berlin stammende Gabriele Münter und ihr russischer Lebensgefährte Wassily Kandinsky lebten hier. Gabriele Münter erwarb die Villa, von den Einheimischen das Russenhaus genannt. Mehrfach malte Gabriele Münter Wassily Kandinsky und auch Bilder des gemeinsamen Wohnzimmers. Nach diesem Vorbild wurden die Räume des Museums im ehemaligen Wohnhaus gestaltet. Gelebt hat das Paar hier von 1909 bis 1914. Und ab diesem Jahr haben Kandinsky und Münter immer, also jeden Sommer eigentlich oder fast, hier verbracht. Und Kandinsky hat dann in der Auseinandersetzung mit der Murnauer Landschaft den Weg oder den Schritt zur Abstraktion bezogen. Heute knüpft Murnau an diese künstlerische Vergangenheit an. In der Galerie und Kantina kann man essen und anschließend moderne Kunst in der Galerie kennenlernen. Auch die Maler von heute lassen sich immer wieder von der Landschaft inspirieren. So sind der Ort Murnau und die Seen im sogenannten Blauen Land bis heute ein Höhepunkt für Touristen. Hier, wo Natur und Kunst eine einzigartige Verbindung eingegangen sind.